Hallo ihr Lieben, das soll ein ganz, ganz kleines, kurzes Infovideo werden zum Thema Frankfurter Buchmesse. Mich haben auf Instagram und auch in den Kommentaren schon Leute gefragt, ob ich denn dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse sein werde. Und ja, ich kann euch jetzt endlich sagen, ich bin auf der Messe und es ist das allererste Mal, dass ich mit meinem Göttergatten dorthin fahren werde. Ich glaube nicht, dass er weiß, was auf ihn zukommt und auf was er sich da eigentlich eingelassen hat. Also, falls ihr mich auf der Messe seht und ihr seht einen 2 Meter großen Brummbären hinter mir, dann ist das mein Mann, der einfach die Schnauze voll hat, weil es zu voll ist und er den ganzen Tag laufen muss. Und ja, ich glaube, er ist sich dessen noch nicht bewusst, was er sich da eigentlich antut. Und ja, auf jeden Fall sind wir auf der Messe ungefähr von Freitagmittag. Also ich denke mal, dass wir so ab 13 Uhr auf der Messe sein dürften. Da springe ich dann auf jeden Fall rum. Am Freitag habe ich auch nur einen Termin. Und am Samstag habe ich auch einen Termin. Da bin ich um 11 Uhr am Arena-Verlagsstand. Da darf ich eine kleine Moderation zu einer Lesung machen und ein paar Fragen stellen an die Autorin. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Und falls ihr nähere Infos dazu haben wollt, was das genau ist, schaut mal in dem Video zu Live und Live rein, was ich gemacht habe. Denn um dieses Buch geht es bei dieser ganzen Sache. Und ja, ansonsten habe ich keine Termine für die Buchmesse bisher. Ich werde den ganzen Tag dort irgendwie rumtrödeln und rumtrollern. Ich habe auch ehrlicherweise gesagt gerade keine Ahnung, ob wieder ein Booktuber-Treffen auf der Messe stattfinden wird. Also falls es ein Booktuber-Treffen geben wird, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Und ja, mir gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nichts zu sagen. Ansonsten, falls ihr mich irgendwo auf der Messe rumspringen seht, ihr könnt mich gerne ansprechen. Das ist kein Problem und lasst euch von diesem 2 Meter großen Brummbären, der dann hinter mir herdackelt, wahrscheinlich nicht abschrecken. Der ist handzahm, der ist ganz, ganz lieb. Der guckt immer nur so ein bisschen grimmig. Vor allem, wenn er gestresst ist. Und er wird auf der Messe gestresst sein. Und er hat keine Ahnung, was er sich da eigentlich antut. Aber so ist das. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.